Moin Moin und hallo. Heute schauen wir uns mal den Springer an. Der Springer wird auch Pferd, Ross oder Rössel genannt. Ist er nicht schön? Es ist ein richtiger Rappe. Wow, ein Schimmel, wie er im Buche steht. Also vom Gegner da, der ist ja weiß. So, der Springer ist zusammen mit dem Läufer. Das bin ich. Gehört er zu den Leichtfiguren, beziehungsweise zu den Offizieren auf unserem Feld. Also eine ganz krasse Person. Sagt Hallo zu ihm. Wie kann der Springer sich auf dem Platze bewegen? Das ist ein bisschen komplexer als bei den anderen. Ihr fahrt immer zwei Felder geradeaus und ein Feld links oder rechts. Das heißt, wenn er jetzt hier stehen würde, könnte er zwei nach rechts, eins nach unten. Nochmal zurück. Oder zwei nach rechts, eins nach oben. Oder zwei nach unten, eins nach links oder rechts. Er könnte natürlich auch nach links zwei, hoch und runter. Oder er fährt nach geradeaus, links und rechts. Das heißt, wir können uns überall hinbewegen, wo ich jetzt gleich mal Bauern hinstelle. Wie ihr seht, kann der Springer sich wirklich weit fortbewegen. Er darf immer zwei Züge in eine Richtung setzen und dann eins nach rechts oder links. Das ist dann überall, wo ich die Bauern hingestellt habe, könnte er sich hinfahren und in dem Fall könnte er sie natürlich auch schlagen. Den könnte er killen und das könnte er mit jedem anderen auch. Aber natürlich nur einmal pro Zug. Könnte einmal dort sich hinbewegen, wo unsere weißen Bauern jetzt als Beispiel stehen. Die armen Kerle müssen immer herhalten für sowas. Es tut mir leid, Jungs. Mit diesem Rösselsprung ist der Springer in der Lage, alle Felder des Brettes zu betreten. Aber manche Wege sind zeitaufwendig und hart für ihn. Also passt immer gut auf euer Pferdchen auf. Und das Pferd und ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert uns, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun!